Ich habe jetzt die erste Kurve Richtung Kuck hinter der Brücke durch das Tal verlassen. Werfe nochmal einen Blick auf die tollen Felsen mit den mittlerweile rostroten und hellgrünen Bäumen am Hang. Wir sind am Eingang der Schlucht. Das sieht hier aus wie ein riesiger Rutsch. Hier soll sich auch eine Höhle befinden. Gegenüber, hier nicht zu sehen, auf der rechten Seite befindet sich eine Höhle, die eigentlich sehr weit sichtbar ist. Aber ich befinde mich am Hang. Was mich hier interessiert, das sind die verklebten Kiesel, Schotter, Reste wohl aus der Eiszeit, die stark unterhöhlt sind schon. Hier direkt drüber müsste sich der Steinbruch befinden, der schon teilweise zugeschüttet ist. Kleiner Blick noch zurück auf die Kurve und dahinter circa 5 Meter tiefer dann das Flussbett, was hier nicht sichtbar ist. Und mal einen Blick hoch, weil es so schön ist. Das ist eine Eiche mit merkwürdigen Flusen da oben drauf. Diese Eiche wirkt abgestorben, aber wächst und wächst. Und hier sieht so was Lianen-ähnlich aus. Keine Ahnung, was das ist. Nochmal ein Blick gen Himmel. Zur nächsten Kurve, da steht ein Stromleitungsmast.